Hallo, ich grüße dich. Willkommen zu diesem Video. Mal eine andere Perspektive bzw. Umgebung, Hintergrund. Ja, mal was Neues. Ja, kommen wir zum Inhalt dieses Videos. Es ist sozusagen noch ein Update, eine Vertiefung zum letzten Video in der letzten Woche. Ja, es geht nochmals um die Körperarbeit, Körperbewusstsein, weil das so derart wichtig ist. Ich hatte es wahrscheinlich schon so ein bisschen erwähnt, aber ich möchte das in dem Sinne noch vertiefen, weil das so entscheidend ist für dein körperliches Wohlbefinden und das wird viel zu wenig diskutiert. Ich sehe das praktisch nirgends, wenn ich da irgendwie welche Gesundheitsbücher oder Gesundheitsforen, Tipps und weiß ich was alles anschaue, kommt das praktisch nie vor, als gäbe es das gar nicht. Und dabei ist das so derart wichtig. Also nebst dem, was ich dir da jetzt schon gesagt habe, letztes Mal eben, dass es sehr gut ist, zum Beispiel zu üben, ja, vor dem Spiegel, also nackt vor dem Spiegel stehen, dich da zu streichen, dich zu berühren, da in dem Sinne dir das einzuprägen, wie gut du dich findest und eben diese Wertschätzung und Selbstliebe, Körperliebe, all diese Dinge. Ja, das ist wichtig, ja, sehr wichtig, auch natürlich die Ernährung, die Bewegung, alles. Ja. Aber ich möchte nochmals, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es erwähnt habe und wenn ich es, falls ich es erwähnt habe, dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht so ausführlich gemacht und du weißt, ich meine, ich mache alles sehr spontan, ohne Skript, alles und es ist sicher auch in ganz anderen Worten, wie ich es jetzt dieses Mal beschreibe, aber eben, ich möchte auf die Wichtigkeit deines sogenannten Fußenergiezentrums kommen. Ja, also, weil das ist so eminent, so derart wichtig. Jetzt kannst du daran glauben oder nicht. Eben zum Beispiel, dass es eine Erdkraft, eine wichtige Erdkraft gibt, die dich versorgt, die deinen Körper versorgt. Und zwar durch deine Füße, Beine hinauf, dann in den restlichen Körper. Besonders natürlich dann, wenn du stehst und noch besonders, noch eher besonders, also die Steigungsform einfach, wenn du in der Natur stehst, ja, wenn du dich auch fokussierst, absolut top ist natürlich auf einem Kraftplatz, aber das kann jederzeit geschehen, also dass du immer wieder Übungen machst, sozusagen wenn du stehst, dass eben Erdkraft in dich hineinfließen kann, in deinen restlichen Körper hinein. Also zuerst eben, du stehst dir vor wieder von der physischen Erde, dass alles durch deine Füße und Beine in deinen restlichen Körper hineinfließt. Klar kann man auch beim Sitzen machen, aber stehen finde ich jetzt, ist jetzt einfach, kommt der Sache eben noch besser entgegen. Ja? Und damit das dann eben möglichst gut funktioniert und damit das dann möglichst gut wirkt auch, ist es gut, dass du etwas Praktisches, also etwas tust. Und zwar nicht bloß, also ich habe das vielleicht, kannst du dich erinnern, früher Videos, als ich gesagt habe, das gilt ja, diese Überlegung mit dem Fußenergiezentrum, das gilt vor allem für diejenigen, die Nuller und Siebner im Geburtsdatum haben, also besonders diejenigen, die Null haben, aber wenn beides vorhanden ist, ist es sowieso sehr wichtig. Also, nein, das gilt natürlich nicht bloß für diese Menschen, also haben, ist schon klar, ja, das weiß ich einfach von der Zahl, von der ganzheitlichen Zahlenlehre her, dass Menschen mit Nuller und Siebner besonders, ja, besonders stark mit dieser Thematik zu tun hat. Mit den Füßen und Beinen. Ja, ich möchte dich einfach ermuntern, nebst dem, was ich schon gesagt habe, eben herzugehen, immer wieder mal auch, besonders im Sommer, barfuß zu laufen, Fußbäder zu machen, ja, dann vor allem auch zum Beispiel, also nebst einfach generell immer wieder mal auf den Füßen zu stehen, zu wandern, zu tanzen, einfach gerne dich mit den Füßen zu bewegen, Fußbeinen bewegen, dass du aktiv immer wieder mal auch
für Zirkulation und Durchblutung mit der genialen Fußreflexzonenmassage sorgt. Das kannst du ja selbst tun. Das kannst du ja ganz günstig. Also das ist ja wirklich eine der genialsten Methoden, die du anwenden kannst für vieles, für die Gesundheit deines Körpers. Brauchst nicht mal viel da auszugeben. Zum Beispiel, du kannst schon, zum Beispiel, wenn du harte Gummibällchen, so diese Atombällchen, ist das Hochdeutsch? Also einfach so harte Gummibällchen, dann kannst du ja wunderbar da die Füße massieren. Also, oder klar, kannst du auch mit Fußroller machen oder kannst du auch mit Hartplastik-Nockenbretter machen oder sonstiges, was da im Internet was da alles so gibt, ja. Einfach wichtig, dass du immer wieder regelmäßig, also sicher zwei, dreimal pro Woche, dass du daran denkst, ja, da mit der Fußreflexzonenmassage, also deine Füße zu stimulieren. Das stimuliert dann auch deine Beine und den restlichen Körper. Das ist eben nachher für alles gut. Also ich sage dir auch für das spätere Alter, das ist den Menschen viel zu wenig bewusst. Also das verlangsamt auch zum Beispiel Alterungsprozesse oder irgendwelche Prozesse, ich sage jetzt mal, dass man nicht mehr vital ist oder so. Also der Zustand deiner Füße und Beine ist eben sehr, sehr wichtig. Also wenn du da schon von früh auf eben da einfach, muss ja nicht verbissen gemacht werden, aber einfach, dass du da ständig ein bisschen schaust, dazu schaust, weil das hilft enorm. Also für dein Wohlbefinden, also das ist, ja, das ist im Prinzip eine gigantische Sache, hilft auch eben auf dem Weg, dass du deinen Körper als Tempel deiner Seele betrachten kannst, dass du, ja, dass es dir eben wohl ist in deinem Körper. Ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Wollte einfach nochmals in einem zweiten Körpervideo innerhalb einer Woche, wollte ich das einfach nochmals vertiefen, ja. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Und ja, ich wünsche dir eine möglichst gute Gesundheit, gutes Körperbewusstsein, dass du Freude hast, in deinem Körper zu sein. Ja, dann bis bald in einem anderen Video.